Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal waren wir wieder im Urwaldickicht, haben einen Goldbarren gefunden, den wir aber leider nicht mitnehmen konnten. Und heute wollen wir wieder ins Urwaldickicht. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal, den Goldbarren irgendwie zu erreichen, mitzunehmen. Ocean ist, glaube ich, der Einzige, der den tragen könnte. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dort. Okay, Leute, wir sind jetzt hier. Also beim letzten Mal haben wir ja noch ein bisschen was ausgegraben. Wir holen auf jeden Fall jetzt zuerst die Zwiebel und das, was hier in dem Bereich ist. Das schon mal allem vorweg. Danach würde ich die Basis tatsächlich hier hinten hin verlegen, weil das näher ist an das hier und das hier. In allen Fällen. Hier mit Louis, das wollen wir uns ja wirklich komplett für den Schluss aufheben. Aber wir haben unseren Plan für heute auf jeden Fall schon mal, ne? So, zuallererst wirst du abtransportiert. Ich habe jetzt hauptsächlich Flügelpigments dabei. Die machen das schon. Ich vertraue denen. 30 sollten ja ausreichen, um das hier zuzufrieren. Ich hatte nicht vor, mich Insel wieder draufzusetzen. Ach, da kam wieder was aus dem Schlammreich raus. Ja, ist nicht weiter schlimm, ne? Also wenn der Schlamm zugefroren ist, ist das Vieh wirklich halb so wild. So, das bringt uns kaum was. Aber abgesammelt ist es. Otsche macht gerade einen faulen Lenz. Ja, etwas an diesem Fels ist seltsam. Kann man den sprengen? Er hat ja sogar selbst gesagt, dass der seltsam aussieht. Irgendwas ist damit, definitiv. Hier können wir einmal ausgraben. Aus. Da oben ist eine Futterschüssel. Mein Hund kriegt eine neue Futterschüssi. Da freut er sich. So, die Flügelpigmen haben ja einfach die besten Abtransportmöglichkeiten. Dann können wir ja jetzt die Basis umsiedeln. Okay, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um Krabberich da hinten. Krabberich von Krabbehausen. Kann ich darin laufen? Oder versinke ich? Nee, ich kann hier drin laufen. So, ich mach mal was Schlaues. Wir haben ja so viel von dem Spray. Wäre eine Verschwendung, das nicht zu nutzen. Ich habe ihn eingefroren während der Todes. Genial. So, grab mal, während ihr noch den Saft drauf habt. So, das ist jetzt beides zurückgebracht. Da kann man durch.
komme ich raus, wenn ich da durchgehe? So, Mini-Tunnel ist fertig. Wo komme ich raus? Ach, hier. Auf der Seite, wo der Goldbahn auch da oben ist. Ja, nach wie vor die Frage, wie ich Otschin dahin bekomme. Auf jeden Fall können wir uns die dann durch die Herausforderung jetzt hier als nächstes antun. Oase der Ordnung. Lilane, weiße und die Flügelpigmen. Mal gucken, ob ich diesmal Platin schaffe. Dies ist meine Höhle. Bist du hier, um dann Dori zu trainieren? Trainieren, trainieren, mehr trainieren. Okay, erstmal Kamera. Und umschauen. Okay, da oben ist schon mal viel. Ich muss mit Rohmaterial arbeiten. Das muss ausgegraben werden. Das muss zugefroren, obwohl zugefroren wäre falsch. Es gibt kein Eispigmen, hieß es. Ich muss auf jeden Fall mit dem Flügelpigmen stark arbeiten. Das Ding kann ich auch schon einfach instant abtransportieren lassen. Wie ich richtig sehe, habe ich auch nur Flügelpigmen zum Anfang und das 10. Das müssen wir steigern. Ja, wie gesagt, Otschin kann das da erstmal sich instant gönnen. Hab Otschin los! Hier ist ein Bambusspross im Boden. Die darfst du auch mitnehmen. Nee, 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 nicht solange ich keine weißen habe. Ah, da hinten sehe ich weiße. Ich hatte noch in Erinnerung, dass ich die Insta umnieten kann. Quatsch, nimm du ruhig einfach mit. Okay, mit den Pigments, die ich jetzt gerade hier habe, kann ich das da runterziehen. Obwohl, nee, ich brauche noch 5 mehr. Die Fliege können das doch schon mal abtransportieren. Und Otschin kann die Aubergine mitnehmen. Okay, hier graben. Das kann Otschin instant mitnehmen. Nee, Otschin mitnehmen war schon richtig. Da hinten die Brücke, die brauche ich nicht runterreißen. Ich brauche aber nach wie vor noch mehr Rohmaterial. Das gleich die Flügelpigmen machen, bei denen geht das am schnellsten. Erstmal potenzielle Gefahrenquelle ausschalten. Die Mission hier scheint mir 100-mal einfacher als die andere. Wir haben hier viele Nebenbaustellen. Ab hier brauche ich die weißen vom Prinzip her nicht mehr. Okay.
Ich habe hier ein bisschen zwar reingepfiffen, aber ich habe ungefähr einen Plan. Also zuallererst muss ich auf jeden Fall die Flügelpigments holen. Danach sollte ich auf die Lilanen gehen, damit die die größeren Dinger transportieren, dass das Otsche nicht komplett alles alleine macht. Also ich habe einen Plan, ich versuche es jetzt nochmal von vorne. Okay, Leute, es hat jetzt eine Weile lang gedauert, ne? Aber ich habe es jetzt endlich hinbekommen. Also es hat bei mir original 40 Minuten gedauert, aber ich habe es hinbekommen. Ganz kurz, ich habe ein bisschen was in der Reihenfolge gemacht. Also bis hierhin, ich habe immer so gemacht, erst habe ich mir hier geholt. Otchin hat das mitgenommen, dann bin ich hier hin, habe mir dort die Pigments geholt, bin hier rüber, habe hier alles abtransportiert. Dann habe ich so zwei, drei hier das bauen lassen. Währenddessen habe ich hier drüben dann weitergearbeitet. Und das hier habe ich dann als letztes mitgenommen, dass ich dann so rum dann mich zurückgearbeitet habe. Und hier oben den Kürbis habe ich Otchin dann abtransportieren lassen. Also die Lilanen haben es runtergelegt und Otchin hat es abtransportiert. Das hier war eine Geburt, ey. Aber ich hab's hinbekommen. Aber wie gesagt, das war eine Geburt. Bring den Dori zu gut. Unschlagbar. Wie versprochen, erhältst du eine Belohnung. 30 Rohmaterialien. Ist geschafft, Shining. Komm schon, holen wir diese gestrandete Person heraus. Ich glaube, ich brauche wirklich 100 Lilane, damit ich das eine Ding mitnehmen kann. Also den Goldbarren. Eine andere Möglichkeit fällt mir halt nie ein. Jetzt haben wir schon unseren 20. Doppling gerettet. Das ist nicht eine ordentliche Leistung. Dass er mitgezählt hat. Wir müssten jetzt eigentlich alle gefunden haben, oder? Ja, fehlt halt nur noch die Herausforderung mit Louis. Und wie auch immer wir den Goldbarren da oben wegbekommen. Ich wiederhole, ich habe halt nicht mal 100 von den Lilanen, ne? Das ist das große Problem. Aber ich glaube, das ist echt die einzige Möglichkeit, den abzutransportieren. Egal wie ich es drehe und wende, ich brauche 100 Lilanen, um das mitzunehmen. Mit Otchin komme ich da von keiner Seite aus hin. Keine Chance. Ja, muss ich erstmal lilane Farmen gehen, damit ich den Goldbarren mitnehmen kann. Eine andere Option gibt es nicht. Ja, dann schieben wir den Goldbarren noch auf und zeigen jetzt noch Louis, wo der Frosch die Locken hat. Da ist Louis. Zum Glück. Nelly scheint unverletzt zu sein. Jetzt reicht es, Louis. Du kommst mit uns. Schon wieder, er ist abgehauen. Shining, Otchin, schnell, ihr müsst Nelly retten. Aber sofort. Das große Finale. Nelly. Was passiert da? Ist alles gut. Ihr scheint keine Blätter gewachsen zu sein. Wer die Neustoff getrunken hat, stimmt's? Spanne, sagt ihr doch. Ich weiß es auch nicht, aber Louis scheint uns Nelly nicht überlassen zu wollen. Wir müssen ihr um jeden Preis helfen. Nun liegt alles an euch. Otchin, Shining, rettet Nelly. Den machen wir so fertig. Okay, dann gucken wir mal, wie wir das hier machen. Okay, der Schnabeltyp, der ist gerade doppelt wert. Beziehungsweise der ist mehr wert.
steht da hinten. Angriff! Okay, Leute, Abtransport. Ochi nimmt das mal mit. Das war gerade dämlich hoch 80. Ach, Ochi, warum nimmst du das Kleinste mit? Okay, da können wir was runterschieben. Schön gönnen. Angriff. Haben wir hier mal die Abkürzung frei. Mehr Pikmin, ich glaube ja wohl, es hackt. Angriff! Naja, das können wir nicht verhindern. Dann nehmen wir uns mal als nächstes den Apfel hier. Das hat Ochi die ganze Zeit rum. Komm mal dahin. Ignoriere ruhig die kleinen Pimpfe dann in unserer Basis. Nicht mal in die Wand einzureißen. Nee, 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 nee. Verprügel mal eben kurz den anderen Hund hier. Das gönnt uns dann einen riesen Vorteil. Unseres. Fertig. Oh, Fiesbombe. Mit der Fiesbombe können wir das ganze Spiel reißen. Nimm das mal mit. Ach schön, trag mal die Fiesbombe. Das wird gut. Und rein mit der Bombe.
Dann machen wir einmal hier gönnen. Nope, ihr kriegt nix. Das weiß ich zu verhindern. Okay, unsere Mannschaft kommt. Es ist gut, dass da einer von seinen dran hängt. Dadurch können viel mehr von meinen das tragen. Dem Langbein will ich mich nicht anlegen. Bin ich ganz ehrlich. Warte, nimm das mal mit. Ja, damit sollten wir eigentlich gewonnen haben. So, kann er nicht mehr verändern. Wir haben uns sogar sein ganzes Dandorium gegönnt und noch die goldene Birne. Wir haben gewonnen, Leute. Mit 100 mehr Vorsprung gewonnen. Er macht riesen Augen. Oh, wie ist der Fang gerannt? Egal, zuerst einmal müssen wir Nelly retten. Wir sollten auch Moos mitnehmen. Es wäre nicht gut für sie, wenn sie wieder zu Louis zurückkehren würde. Sobald wir draußen sind, werde ich Moos zum Basiscamp zurückschicken. Das geht? Klasse! Gut, dann machen wir uns mal auf den Rückweg. Im Basiscamp kann sich dann Oli mal um Moos kümmern. Nuli, man muss direkt muss kommunizieren. Wieso? Moos? Kannst du mich hören? Ja. Kannst du mich dort finden, wo ich gerade bin? Meine Fährte aufnehmen? Mhm. Gut, Moos. Dann treffen wir uns in Kürze am Basiscamp. Haferhund. Nicht schlecht, aber ich frage mich, ob sie wirklich ganz allein den Weg zurück zu ihnen schaffen wird. Oh, das wird sie. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwann heute Abend ankommt. Den Weg von hier zum Basiscamp zu finden, das ist eine beeindruckende Leistung. Gut, wir machen uns jetzt besser daran, Nelly zu retten. Eure Unterstützung ist gefragt, Scheinung und Ortchen. Ja, zu 75% ist hier noch eine Höhle, die ich nicht gesehen habe. Ich drücke jedes Mal die falsche Taste an der Stelle. Da haben wir erkundet. Da ist noch dieser Felsbrocken. Keine Ahnung, wie man den Felsbrocken los wird. Vielleicht löst sich das ja irgendwie gleich auf. Wenn wir wieder zum Camp zurückgehen, weil, wie gesagt, keine Ahnung, wie wir das aufkriegen. Der eine versucht's. So, Nelly gerettet. Es gibt nur Neuigkeiten. Wir haben Nelly gerettet. Tierärztin Nelly, heimlich Kopai. Eine äußerst talentierte Tierärztin, die von ihren Kollegen sehr geschätzt wird. Sie kam, um mit Dober Schätze zu suchen. Danke, vielen, vielen Dank, oh Nelly.
Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir sind euch allen zutiefst dankbar. Geschafft! Endlich haben wir Nelly retten können. Wenn irgendjemand weiß, was mit Otschi nicht stimmt, dann ist sie es. Ich hoffe, sie wacht bald auf und untersucht ihn. So, jetzt kommen wir nur noch zum Basiscamp zurück, ne? Würde ich einfach sagen, skippen wir den restlichen Tag und reisen direkt zurück. Ich habe jetzt hier nichts wirklich weiter zu suchen. Wir haben Laubling und Nelly gerettet. Ein Badebecken. Mündliche Überlieferung haben wir damit abgeschlossen. Und die Treibhausfrucht halt. Unter diesem Felsen ist doch 100 pro eine Höhle. Nelly ist noch immer nie aufgewacht. Wahrscheinlich ist sie sehr erschöpft. Und wir halten es für möglich, dass sie seit der Bruchlandung nichts mehr gegessen hat. Nelly, ich bin's. Wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Ja. Sei ein bisschen leise. Willst du Nelly wirklich aufficken, wenn sie lange nichts gegessen hat? Stimmt, das könnte ein böses Ende nehmen. Sie soll sich besser noch einen Moment ausruhen. Morgen wird sie wohl ohne ihn aufwachen. Wenn es ihr gut geht, können wir sie dann auch bitten, Otschin zu untersuchen. Es fehlt nur noch einer, ne? Bei Tag 50 haben wir Nelly gerettet. Schöne Zahl. Erstmal wird der Laubling geheilt. Fernsehschauspieler Bordo, Heimatplanet Konohan. Bekannt für die gründliche Vorbereitung auf seine Rollen. Egal wen oder was er spielt, er bleibt aber immer ganz er selbst. Man kann es ja kaum glauben, das Radar fängt keine weiteren Laubling-Signale mehr auf. Und das bedeutet, dass wir jeden einzelnen Laubling auf diesem Planeten geheilt haben? Jawollo! Gute Arbeit, Rettungskuh! Die Geschichte, Geschichten über das, was hier geschah, wird man sich noch lange erzählen. Nini! Wir sind ja so froh, dass es dir gut geht. Was schön, für eine Weile hat es wirklich nicht gut ausgesehen. Die größte Bedrohung war wohl mein eigener leerer Magen. Nachdem wir jetzt alle wieder zusammen sind, kann ich endlich wieder aufatmen. Wir schulden etwas cool was. Und zwar eine ganze Menge. Ach was, wir machen doch nur unsere Arbeit. Soweit, so gut, aber wir kommen jetzt zum Punkt. Euer Arzt hat mich über die Situation informiert. Ich möchte mir Otschin, wenn möglich, sofort anziehen. Seine Schwanzspitze wurde also in ein Blatt umgewandelt. Und keines, das man so einfach abreißen könnte. Wenn ich mich nicht täusche, ähneln die Symptome denen der Laublinge. Du hast bereits einen Versuch unternommen, Otschin deine Medizin zu verabreichen? Ja, nur leider hatte das nicht den geringsten Effekt. Ah ja, woraus besteht diese Medizin denn genau? Im Wesentlichen ist es eine Kombination aus Leuchtstoff und aus Zellen eines nicht belaubten Individuums. Dann haben wir wohl damit die Ursache des Problems ausfindig gemacht. Wenn man tief angewendet, mag die Medizin wirken. Braucht man einen Weltraumhund sein? Braucht man einen Weltraumhundzellen? Könntest du vielleicht eine Dosis der Medizin unter Verwendung von Mooszellen herstellen? Großartige Idee, ich fange gleich damit an. Das hat wohl nicht funktioniert. Meine Vermutung ist, dass wir Zellen von einem Hund benötigen, der nicht belaubt wurde. Wo auf diesem Planeten sollen wir nur einen solchen Hund finden?
Vielleicht hilft das hier weiter. Ich habe mich gründlich mit Moos beschäftigt und dabei diesen Logbucheintrag gefunden. Die Hundehöhle. Ich habe die große Hundekreatur beim großen Felsen hinten im Sumpf gefunden. Sie hatte was im Maul, und zwar diese komische Frau im Pink mit dem Saft. Die nervt langsam, aber am besten lade ich sie irgendwo einfach ab. Ui. Eine riesige Hundekreatur? Was damit voll gemeint ist? Nee, wahrscheinlich nicht Moos. Ach ja, haben wir nicht eher an diesen Hund gedacht, der Nelly gefangen gehalten hatte? Oh, stimmt, ein riesiger Hund hatte mich davon geschleppt, nicht wahr? Hallo, Moos. Er hat mich auf seinem Rücken kreuz und quer herumgetragen. Zum Essen gab es nichts, also bin ich ohnmächtig geworden. Ist ja ehrlich, belandet man so in der ganzen Galaxie bekannte Spezialistin? Kenyuko. Nelly, erinnerst du dich noch an den Schwanz des Hundes? Hat er ein Blatt? Nein, ich glaube nicht. Obwohl es schwierig war, etwas zu erkennen. Es ist wirklich ein enorm flauschiger Hund. Ja, okay. Wenn wir eine Zellprobe von diesem Hund hätten, könnten wir vielleicht Otschin retten. Hare? Das einzige Problem ist, wo finden wir diesen Riesenhund? Da Moos jetzt hier bei uns ist, könnte es sein, dass Louis sich einen anderen Hund sucht. Wenn wir Louis Fährte verfolgen, führt sie uns vielleicht direkt ans Ziel. Amen. Ja, das ist ein Versuch wert. Wir haben eine neue Mission. Wir müssen Louis im Uwe-Dickicht finden. Halte die Augen offen nach Hinweisen auf diesen riesigen Hund. Verstanden. Das da ist kein Hund. Wir benötigen Zane eines Hundes, der kein Blatt an seinem Schwanz hat, um Osche zu heilen. Wir müssen zu dem riesigen Hund, der bei Louis ist. Okay, dann komme ich mal ins Bild zurück. Wir haben die Nebenmission Heil alle Laublinge geschafft, ne? Die sind geil, enorm. Jetzt ist es offiziell, du bist Vollmitglied unserer Crew. Junge, Junge. Bin ich froh, gerade dich um Hilfe gebeten zu haben. Da hinten sitzt Moos. Ja. Geht's dir gut? Ja gut, wir haben noch eine Serie abgeschlossen. Ich würde sagen, die lesen wir und dann das restliche Zeug sammle ich beim nächsten Mal ab. So, wir fangen hier das dann an mit dem Witzautomaten aus der Serie der mündlichen Überlieferung. Wirft man eine Münze in diesen Automaten, nein, erzählt er einen Witz. So soll es zumindest sein. Doch auf all meine Münzen erfolgte nur Schweigen. Vielleicht ist der Automat ja kaputt oder macht er sich über mich lustig? Letzteres. Was ist das für eine Vorrichtung? Soll man seine Hand hineinstecken und so tun, als würde sie von etwas darin verschlungen? Das mögen einige witzig oder gar verwegen finden. Mich erinnert es eher an eine lahme Variante-Nummer. Was für ein schönes Gebiss. Das Monstergebiss. Dem Besitzer dieser Zähne möchte ich nicht begegnen. Obwohl er angesichts der Gebissgröße nicht arg beweglich sein kann. Das wiederum könnte mir zum Vorteil gereichen. Ich würde einfach panisch im Kreis rennen, bis er irgendwann von selbst aufgibt. Welcher enormen Kreatur diese Zähne wohl gehörten? Und auf welche Weise hat sie sie verloren? Man mag es sich kaum vorstellen. Alles, was wir wissen, ist die Gleichmäßigkeit und Unversehrtheit der Zähne. Weist auf fortschrittliche Zahnkunde hin. Ja, die sind noch sehr gut erhalten, das stimmt. Sorry, Leute, ich musste einmal kurz zur Tür, musste ein Paket annehmen. So. Bürste der Weisheit waren wir. Mit einer derart großen Bürste bieten sich beim Schrubben ganz neue Möglichkeiten. Ich bin nahezu überwältigt, doch man sollte gut bedenken, in welchen Situationen man ein so mächtiges Werkzeug einsetzt, sonst könnte man es später bereuen. Meine Zahnbürste, die ich als Kind hatte, sah ganz ähnlich aus. Ich wollte mir meine Zähne immer allein putzen und es war ein großer Sieg, als meine Mutter aufgab, mir helfen zu wollen. Doch ab dann bekam ich Löcher. Das ist wohl der Preis der Unabhängigkeit. Ich finde es lustig, wie der das betont. So, es war ein großer Sieg, als meine Mutter endlich aufgab. Ich finde das gut.
Bürste der Unvernunft. Kindern die Zähne zu putzen ist nicht einfach, da sie wenig um ihre Zahngesundheit besorgen sind. Ich wollte für einige Zeit mit dem Putzen aufhören, damit sie aus eigener Erfahrung lernen könnten. Doch meine Frau war dagegen. Das klingt nach einer billigen Ausrede für mich. Die Borsten sind so weich, dass man sich damit prima den Rücken kratzen kann. So angenehm. Man möchte gar nicht damit aufhören. Aber man sollte nie übertreiben. Deshalb haltet man lieber Maß, bevor Unvernunft zu wunden Stellen führt. Falscher Lolli. Welche Überraschung. Ein Lolli, der nach gar nichts schmeckt. Die Ausstülpung ist weder süß noch sauer. Und doch möchte man die sich in den Mund stecken. Und noch überraschender, sobald man dies tut, vergehen die Stunden im entspannten Halbschlaf. Höchst merkwürdig. Beim Anblick dieses Objekts muss ich sofort an meine Mutter denken und an alle Mütter auf allen Planeten da draußen. Seit Anbeginn der Zeit bereichern sie das Universum mit ihrer Liebe und festigen unsere Zivilisation mit ihrer Kraft. Mütterliche Skulptur. Anhängsel dieser Form finden sich bei vielen Säugetieren. Doch wozu dienen sie? Es klebt etwas daran, das ich nur als Monsterspucke bezeichnen kann. Ich möchte sie auf keinen Fall berühren, doch die Pflicht ruft. Am besten schließe ich meine Augen. Du schaffst es, Olima, ich glaube an dich. Diese Form wirkt bekannt und tröstlich. Sie erinnert an die Verschlüsse von Flaschen, aus denen kleine Kinder trinken. Wahrscheinlich wurde diese Statue errichtet, um uns daran zu erinnern, dass Mutterliebe keine Grenzen kennt. Das Badebecken. Um diese Badevorrichtung würde man sicherlich beneidet. Sie scheint für den Gebrauch mit kaltem Wasser vorgesehen. Doch kann man auch Heißes einfüllen. Zwar ist der Rand rutschig, aber ist man erstmal drin, kann man stundenlang entspannt planschen. Unsere Badewanne zu Hause ist viel kleiner. Wenn wir eine wie diese hätten, könnten wir sie als Planschbecken für die ganze Familie nutzen. Entspannt wäre es allerdings nicht unbedingt. Ein Wasserpistolenverbot für die Kinder wäre unumgänglich. Aber wieso denn Papa? Ich will mit meinen Wasserpistolen spielen. Ganz ehrlich, im Sommer mit Freunden Wasserpistolenschlacht, richtig geil. Zumindest als ich noch ein Kind war. Und da haben wir die ganze Brigade. Mich interessiert, was für Zahnbürsten das sind. Ich glaube, die linke hatte ich sogar. Naja. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für heute. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like natürlich da lassen. Ich könnte gucken, dass ich bis zum nächsten Part tatsächlich versuche, mir irgendwie 100 lila Pigments anzuschaffen. Beziehungsweise, dass ich auf 100 komme. Ich versuche da mal dazwischen zu farmen. Vielleicht gibt es dafür ja auch irgendeinen Trick irgendwo. Oder zumindest kann ich mir raussuchen, wo man die gut sammeln konnte. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.